Hallöchen, ich bin Fips Asmussen. Ich habe eine besondere Überraschung. Ich habe mir den Oliver Pocher habe ich mir heute als Vorprogramm ausgesucht. Ich glaube, das wird ein glatter Reinfall, du. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, hallo. Ach, da ist er. Olli, du hier? Ja, in Cuxhaven. Mensch, in Cuxhaven an der See. Natürlich. Mensch, ja, schöne Zähne. Gibt es ja auch in Weiß, ja. Gibt auch schön. Olli, so, nur erzähl erst mal von deinem Unfall. Welchen Unfall? Du wirst doch nicht behaupten, dass du mit dem Gesicht auf die Welt gekommen bist, oder? Doch. Aber gut gehalten. Ja, klar. Sauber durchgeschminkt, muss ich sagen. Egal, keine Schminke. Ja, du wolltest jetzt auch was sagen, oder was? Ja, ich wollte... erzähl doch mal, du bist doch der, der immer so viel redet. Ja, genau, ich wollte hier mal auftreten bei dir, vorweg. Als richtig, willst du meinen Arm kaputt machen, oder was? So, nun ist es kurz vor 8 in der Kurparkhalle in Cuxhaven. Die Leute erwarten natürlich Fips Asmussen. Was sie nicht wissen, heute kommt allerdings zuerst Fips Asmussen. Das erste Fips Asmussen-Double der Welt. Und wie die Leute darauf reagieren, da bin ich sehr gespannt. Begrüßen Sie nun ganz herzlich Ad Latus Humoris Causa, das erste Fips Asmussen-Double der Welt. Fips Asmussen! Ja, ich bin Fips Asmussen, schön, dass Sie da sind. Wahnsinn, was hier los ist. Hier sind aber, mein Gott, ich sag erstmal Hallo Bremerhaven hier, oder? Ach nee, ist ja Cuxhaven, ja. Habe ich mich verguckt wohl am Eingangsschild, ja, kann man wohl sagen mal hier. Ja, hier ist ja super, hier sind ja aber super Frauen, kann ich mal sagen, oder? Super Granatenfrauen, wenn ich das mal so sehe. Ich kann ja nicht viel sehen, aber das, was ich sehe, sind super Frauen. Mann, 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 90, 90, 90, wenn ich die Maus hier mir angucke, ja. Ja, klar, und bei vielen Frauen sieht das rechte Bein ja genauso aus, ne? Ja. Ja, super, super, was hier abgeht hier. Hört mal, Leute, du. Ja. Ja, ich bin übrigens verheiratet gewesen, wen es interessiert. Ich war verheiratet, das wissen viele nicht. Ja, drei Frauen habe ich gehabt. Drei an der Zahl, Kinders. Ja, drei. Sind alle drei leider gestorben. Zwei an Pilzvergiftung, ja. Erst an Pilzvergiftung, zweiter an Pilzvergiftung. Die dritte am Schädelbasisbruch. Hat mich ein Kumpel gefragt, sag mal, wieso, ist denn die am Schädelbasisbruch verendet, sage ich, ja, die wollte die Pilze nicht essen, habe ich ihr die Pfanne über den Kopf gehauen. Ja. Ja, ansonsten, ich habe jetzt vor kurzem Wahlkampf gemacht. Wahlkampf ist ja ein ganz wichtiges Thema jetzt hier bei der SPD, die Politiker, das ist ja die größte Müllhalde der Welt, wenn man das Kabinett anguckt, ja, die Politiker. Und da habe ich mal Wahlkampf gemacht, ne, und dann gehe ich so zur SPD, mache Wahlkampf und so, ich muss nicht einen einzigen Wahl ertöten. Nicht einen einzigen. Dachte ich, das ist ja ein lustiger Wahlkampf und so. Hallo, Carsten Schwengemann, RTL. Macht ja nichts. Wie fanden Sie denn das Fips Asmussen-Duel vorneweg, den Fips Asmussen? Also ganz ehrlich, ja. Nicht der Brüller. Ja. Das Arschloch? Ja. Ja. Geht doch. Hallo, Caroline Ball, Blitz. Wie fanden Sie denn den Fips Asmussen? Also ganz katastrophal. Also ganz verrückt. Also nix. Dominik Bachmeier, ProSieben, schönen guten Tag. Wie fanden Sie denn das Fips Asmussen-Double am Anfang, den Fips Asmussen? Was soll ich dazu sagen? Also, nicht verwandt mit. War nicht gut, ne? Nicht gut, will ich nicht sagen, aber also, ich fand, also, der Große hat ihn in den Schatten gestellt. Ja. Das war meine persönliche Meinung. Ja. Aber die muss ja nicht stimmen. Doch, die ist richtig.